sogar gleich noch die anderen Helme. Dann bin ich wenigstens flexibel diesbezüglich. So. Alles weg. Alles weggraben. Und wieder runter. Hartmut macht Spaß. Inzwischen komme ich sogar ein bisschen mit den Gegnern klar. Ich mache gleich mir mal die verschiedenen Munitionen. Zumindest die, die ich mir machen kann. Und teste sie aus. So. Hier sind ganz viele von den Fledermäusen. Die gefallen mir gerade nicht so sehr. Ah. So. Ja, deswegen nicht. Wenigstens hatte ich diesmal nicht ganz so viel Geld dabei. Und ich kann ja jetzt immerhin alles mal kurz wegtun. Hier rein. Dort nicht rein. Aber da rein. Dort rein. Nein. Dann aber zumindest hier raus diesmal. Denn ich möchte jetzt erstmal mir einen Haufen von den Mithril-Sachen machen. Und vielleicht sogar genug für die Kobaltrüstung. Also genug Mithril für die Kobaltrüstung. Genau das. Mithril kann ich mir 16 Waren machen. Gut. Dann zeig mal, was kann ich denn jetzt craften? Kobalt-Helm. Kobalt-Mask. Kobalt-Head. Kobalt-Leggings. Also ich kann mir ein Kobalt-Rüstungsteil noch aussuchen. Ich schnapp mir mal die Kobalt-Leggings, dann habe ich mich immer noch nicht festgelegt. Oh, stimmt ja, ich brauche den Mithril-Armboss, um Sachen aus Mithril und Adamantit zu bearbeiten. Jo. Na, dann wird zumindest geklärt, was ich mir aus dem Mithril mache. Und den Armboss, keine Ahnung, stelle ich hier oben hin. Da komme ich häufig vorbei. Sehr häufig. Ja, dann hätte ich jetzt auch nichts mehr, was ich da weiterverarbeiten könnte. Aber die Crystal Shards würde ich gerne mal da reintun. So, Sword of Light noch. So, das war wohl alles. Kobalt Leggings packe ich schnell mal hier ran. Und dann habe ich schon wieder alles gemacht, was ich hier machen kann. Nee, habe ich nicht. Diesmal denke ich dran, mir neue Munition zu holen. So, genau die hier. Sag mal, wie teuer waren nochmal die illegalen Waffenteile? 75 Gold. Ich könnte mir eine zweite Mini-Shark holen. Und dann verarbeite ich die doch diesmal wirklich weiter. Ich weiß aber noch nicht zu was genau. Ich teste... Ach, ich habe so wenig Lager, da möchte ich mir ungern, dass dadurch noch... Ich möchte mir ungern noch weniger Platz machen, dadurch, dass ich jetzt halt die ganzen neuen Sachen ausprobiere. Ich baue mir irgendwann ein Lagerhaus, dann haben wir auch genug Platz. Es wird dann zwar eine ewige Kistendurchsucherei, aber wir haben genug Platz. So, nach unten, weiter runter. Und dann sind wir auch schon da. Jedenfalls so gut wie. Es ging hier runter und dann war es da links. Ah, hallo. So. Weiter runter. So. Geschafft. Crystal Shard. Dort sind noch mehr Crystal Shards, aber inzwischen glaube ich... Die wachsen wirklich nach. Ich meine, die habe ich doch gerade bestimmt schon abgebaut. Das ist jetzt eine Pflanze, die Crystal Shards. Ist vermutlich sowas wie Pilze. Also jetzt ohne Scherz. Au. Beide treffen auch direkt. So, heilen. Die Tränke nehmen.
So. Ich bleibe hier einfach stehen und feuer wild geradeaus. Ich hab's schon gemerkt, mit der Mini-Hai richte ich hier kaum Schaden an. Au. Geschafft. Oh. Enchanted Sword. Okay. Interessante Gegner. Kannst du eigentlich auch unter Wasser Feuerpfeile schießen? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Schon wieder die Truhe, wo ich vorhin dachte, dass es eine Meme war. Aber nein, es ist immer noch nur eine normale Truhe. Den einen mache ich einfach mit einem Schlag kaputt. Bei der anderen, bei der Fledermaus brauche ich eine Weile. Gut, damit komme ich klar. Anglerfisch? Die kenne ich auch noch nicht. Oder kenne ich die und habe sie noch vergessen? Beides möglich. So. Das ist echt ziemlich viel jetzt. Ach, guck mal, da vorne liegt mein Geld. Und abwärts. Oh oh. Ich gehe hier gerade mal ein bisschen in Deckung. Ich meine, es klingt nicht so, als wären da unten wenig Feinde. Granate. Scheiße. Ich hatte nichts in der Hand, um mich zu verteidigen, fällt mir gerade so auf. Aber okay, jetzt habe ich was. Oh. Überhaupt nicht nervig. Selbst mit diesem verringerten Cooldown dauert das noch Ewigkeiten. Kann ich eigentlich so einen Curlstone-Block schneller abbauen als einen Ebenstone-Block? Keine Ahnung, weil ich nicht weiß, wie lange ich hiermit brauche, um einen Curlstone-Block abzubauen. Heiltrank. Oh, gut, dass er mich hier nicht treffen kann. Schlecht, dass der mich treffen kann. Gut, dass er sich einfach immer dahin teleportiert. Okay. Bleib hier einfach. Ach, das ist der Pilzwald, deswegen ist hier so eine große freie Fläche. Ich warte darauf, dass sie sich zu mir hoch teleportieren. Bei den anderen muss ich mir noch was überlegen, was ich bei denen anstelle. Ehrlich gesagt, das Teleporterviech ist im Moment meine größte Sorge. Ja. Vermutlich begründet. Teleportiere dich einfach zu mir hoch. Gut, dann halt nicht. Okay. Au. Jetzt bist du bei mir oben. Jetzt bist du wieder nicht bei mir oben. Sag mal, willst du mich eigentlich veräppeln? So. Au. Lass mich raus. Nein. Wie viel Gold liegt da? Kann ich nicht sagen. Och, Manu. Ich brauche auf jeden Fall mehr Heiltränke. Ich bin komplett out of normal Heiltränke. Da muss ich wieder im nächsten Paar machen. So. Habe ich irgendwas anderes gefunden? Pearlstones. Toll. Ja. Probieren wir es nochmal. Komm schon. Das macht echt Spaß, die Höhlen zu erkunden jetzt. Ist wieder so Nervenkitzel. Ich meine, wir waren ja inzwischen so weit, das hat ja kaum noch Spaß gemacht, die Höhlen zu erkunden, weil... Naja, wir hatten dazu alles schon. Also, was selbst wenn wir nicht alles hatten. Es war nicht mehr Nervenkitzel erregend. Weil die Gegner
einfach viel zu schwach waren, um uns was anzuhaben. Jetzt ist es wieder so wie am Anfang. Wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht von den Gegnern erwischt werden. So. Okay. Sehr viele von denen. Das gefällt mir gerade nicht so sehr. Aber wenigstens kann ich sie hiermit alle erwischen. Das ist, glaube ich, aktuell das Beste. Scheiße. Jetzt teleportiert euch nicht auch noch von zwei Seiten zu mir. Ich komme damit nicht klar. Heiltrank. Scheiße, jetzt habe ich einen Pilz gegessen. Niemals hier oben eine Stelle freilassen. Das darf ich nicht vergessen. Tränke schlucken. Und dann kommen die Heiltränke einfach hier in die Mitte. So. Und weiter geht's. Toll, so ein Viech auch noch. Ich habe ja sonst keine. Wenigstens kann sich der andere nicht teleportieren.